GTA 5, aber jedes Mal, wenn ich mein Auto crashe, bekommt mein Auto ein neues Upgrade. Heute müssen wir wieder verschiedenste Missionen auf der GTA 5 Karte erledigen. Und wir müssen es in diesem Video schaffen, wieder alle diese Missionen zu erledigen, ohne zu crashen, denn sonst wird mein Auto größer, länger oder schneller. Wir werden schauen, ob wir in diesem Video alle dieser Challenges schaffen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir einen weiteren Teil dazu drehen, wo das Auto zum Beispiel höher wird oder mehr PS hat. Abonniert den Kanal und viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit einem der kleinsten Fahrzeuge und zwar mit dem Bobby Car. Und ja, Leute, wenn ich das Auto crashe, verwandelt sich das in ein größeres Auto bis hin zu einer Endstufe. Das macht die Aufgaben aber immer schwieriger und wir schauen mal, Leute, dass wir erstmal hier rauskommen, dass wir ganz normal auf diese Straße gehen. Lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von diesen Challenges haben wollt, dann mache ich auf jeden Fall gerne davon. Bei 3000 Likes gibt's die nächste Folge. So, und ich würde sagen, Leute, wir fahren hier... Oh, stopp, stopp, Moment mal kurz, Leute. Hier haben wir so eine kleine Schranke. Und ich kann auch nicht auf den Bordstein fahren. Das ist ein kleines Problem. Meint ihr, wir kommen dort irgendwie drunter? Ich weiß nicht, zählt das schon als Autoberührung, wenn wir hier drunter fahren? Oh mein Gott, es ist so close, Leute. Ich komme da nicht durch, ohne das Auto zu crashen. Oh, oh, oh mein Gott, es ist so close, Leute. Vielleicht kann ich es ein bisschen schlauer machen. Wir versuchen, diesen Bordstein an der kleinstmöglichen Stelle zu berühren. So, oh, okay, das hat gerade so gezählt, Freunde. Let's go. So kommen wir auf jeden Fall weiter. Nice, jetzt sind wir schon mal wieder in Los Santos angekommen. Und dann schauen wir mal, was wird die erste Aufgabe sein. Yo, da ruft mich jemand an. Wisst ihr, wer das ist? Es ist Clifford. Den haben wir lange nicht mehr gehört. Leute, einen Kommentar Clifford in die Kommentare und wir hören rein. Hallo Franklin Clintonne, ich bin's wieder, Clifford. Yo. Du darfst, wie gesagt, kein Auto crashen und musst 5 Aufgaben erledigen. Okay. Deine erste Aufgabe. Raub eine Tankstelle aus. Okay, meine erste Aufgabe. Boah, Leute, das ist so erfrischend, Clifford mal wieder zu hören. Also meine erste Aufgabe wird es sein, eine Tankstelle auszurauben. Das kriegen wir, glaube ich, ganz entspannt hin. Ich gucke nicht einmal auf die Karte, weil ich ganz genau weiß, wo sich nämlich die Tankstelle befindet. Wir dürfen natürlich echt nur vorsichtig sein, denn Leute, ich fahre normalerweise in GTA 5 immer und crashe in alles Mögliche rein. Aber bisher scheint das Ganze entspannt zu sein. Denn je länger wir spielen, desto mehr Polizei wird auch kommen. Und wenn die uns rammt, ja, Leute, dann wird das Auto auf jeden Fall größer. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir... Oh, das zählt noch nicht, Leute. Das zählt noch nicht. Alles gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sind... Oh, nein. Das zählt als Crash. Dann heißt es jetzt wohl Upgrade-Time. Oh, okay. Das Auto ist immer noch nicht Normalgröße, aber wir haben so einen kleinen Sportwagen. Das ist ja cool. Das ist der Benefaktor Krieger als eine kleine Go-Kart-Edition. Okay, Leute, dann würde ich sagen, Leute, ihr wisst natürlich, wie das Spiel läuft. Wenn wir jetzt einen Laden ausrauben, kriegen wir auch in der Regel normalerweise Sterne. So. Na los, lernen Sie die Kasse. Jetzt sofort. Hier. Sofort die Kasse lernen. Ganz schnell, mein Freund. Ich brauche das Geld. Ich brauche es zwar nicht, aber ich brauche auf jeden Fall Likes, Leute. Also like kennt das Video. Na los! Hier! Die Leute warten drauf. Los, los, los. Dankeschön, Bruder. Vielen, vielen Dank, weißt du? So, okay. Oh, und jetzt habe ich 2 Sterne bekommen. Okay, das ist nicht gut, Leute. Also würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg auf die Verfolgungsjagd. Oh Gott, okay. Achtung, Leute, wenn die Polizei mich rammt, ist das nächste Upgrade dran. Und das Schlimme ist, ich habe keine Minimap. Also ich sehe nicht, wo die Polizei sich momentan befindet. Die könnte hinter mir sein, sie könnte neben mir sein. Irgendwo müsste sie stecken. Oh, da ist er, Leute. Alles klar. Wir gehen. Das sind 2 von denen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, das war close. Das war close. Da ist noch einer. Ah, jetzt sind sie auch schon zu dritt, Freunde. Oh! Nein, ich habe den Bus berührt. Oh, das Upgrade ist da. Und Leute, das Fahrzeug ist ein kleines bisschen größer geworden. Aber wir haben einen Lambo bekommen. Wir haben einfach einen richtig freshen Lambo bekommen. Und oh nein, mein Reifen ist platt. Mein Reifen ist platt. Okay, Leute, bevor wir die nächste Aufgabe freischalten, müssen wir erstmal dieser 2-Sterne-Verfolgungsjagd entkommen. Und es sieht gar nicht gut aus, Leute. Weil das Kart ist kaputt. Es ist kaputt. Eigentlich brauche ich schon das nächste Auto. Aber es ist halt so, wenn ich zu oft crashe, dann kann es sein, dass ich die Challenge nicht schaffe. Weil es keine neuen Fahrzeuge mehr gibt. Oder es ist einfach völlig unmöglich, weil das Auto zu groß sein wird. Okay, es sieht gut aus, Leute. Wir sind nicht im Sichtfeld der Polizei. Wenn wir uns hier hinten verstecken könnten. Okay, es war kein Crash. So, komm, 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 komm. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Fahren wir hier in die Gasse rein, Leute. Alles, was wir crashen, ist schlecht. Aber ja, wir sind entkommen. Sehr gut. Was ist die nächste Aufgabe? Oh, perfekt, Leute. Clifford ruft wieder an. Was geht ab? Was ist die 2. Aufgabe? Deine nächste Aufgabe. Geh dein Auto waschen, ohne dass du es crashst. Und pass auf die Polizei auf. Moment, ich war doch gerade eben dort. Ich soll mein Auto jetzt waschen. Kann ich nicht lieber mein Auto reparieren, Clifford? Ich sollte es vielleicht doch zu Los Santos Customs fahren, weil es ist echt schwer, das Teil zu fahren. Okay, Planänderung. Wir fahren das Fahrzeug erst zu Los Santos Customs und danach waschen wir das Auto. Wobei, Leute, so dreckig sieht das Fahrzeug gar nicht aus. Hey,
Hat sich was geändert, Leute, an der Lackierung? Sieht irgendwie anders aus. Ich glaube, das Fahrzeug ist gerade wirklich dreckig geworden. Okay, also ich würde sagen, dass der Lambo sich ein bisschen schlechter fährt, seitdem wir diese Reifen kaputt haben. Aber Leute, der nächste Los Santos Customs ist nicht allzu weit weg. Aber dass wir gegen den Bus gefahren sind, ist echt ungünstig. Ich konnte ihm nicht ausweichen. Wow. Oh Gott, der fährt sich ja richtig schlecht, Leute, wenn er auf hohem Tempo ist. Oh, Junge, Alter, ich wackel damit schon. Links, rechts. Oh, ich verliere gleich die Kontrolle. Nein, nein. Oh, 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 okay, okay, Leute. Wir müssen das Auto reparieren. Sonst crashen wir es. So, hier geht's nach links und bloß nicht drehen. Und die Laternen sind auch sehr gefährlich. Und vor allem die hohen Bordsteine. Oh, der will nach rechts abbiegen, oder? Der will nach rechts abbiegen. Was will er machen? Ich weiß nicht, was er machen will, Alter. Der Typ ist ja komplett durchgedreht. Hä? Und hat der Typ da eingeschlagene Fensterscheiben? Na gut, wenn er so fahren möchte. Oh, war das knapp. Okay, wir sind gleich in Los Santos Customs, Leute. Wir haben es gleich geschafft. So, hier rechts reinbiegen. Bloß keine Wand berühren. Vorsicht vor dieser Bodenwelle. Das war schön weich und soft. Hallo, Mister. Okay. Wir reparieren das Fahrzeug. Es kostet $200. So, und jetzt ist es auch gefühlt fast schon sauber. Clifford hat aber gesagt, wir sollen das Fahrzeug trotzdem in die Wascherstraße fahren. Das machen wir dann natürlich. Hä? Warum habe ich jetzt 2 Sterne bekommen? Ich habe auf einmal 2 Sterne. Oh, Mann. Ey, Clifford macht es wirklich nicht so leicht für... Okay, ich muss echt auf die Straße achten, Bro. Okay, wo ist die nächste Waschstraße? Schauen wir mal nach. Also mir fällt nur ein Ort ein und es ist, glaube ich, genau hier. Da waren wir gerade eben. Wow, wow, wow. Oh nein, die Polizei greift mich an, aber... Oh nein, mein Reifen ist schon wieder kaputt. Gerade repariert, schon wieder kaputt. So, wir machen uns bisher gut, Leute. Wir machen uns gut. Aber der Verkehr wird nervös, weil die Polizei mich verfolgt. Drehen die hier auch durch. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, nach links abbiegen. So, jetzt nach rechts. Irgendwo hier muss die Tankstelle sein. Vorsicht. Oh, oh. Okay. Boah, das war knapp. So, nee, 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 nee. Bloß nicht den Bordstein mitnehmen. Oh mein Gott, wir sind nah dran, Leute. Wir haben fast die 2. Aufgabe geschafft, sind beim 3. Auto angelangt. Und ich glaube, das ist die längste Zeit, wo wir ein Fahrzeug haben, ohne gecrashed zu sein. So, jetzt nur noch hier links mit dem Flow. Oh. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Das war sehr knapp. So, und jetzt müssen wir einmal nur noch hier links. Oh nein, der Verkehr dreht durch wegen der Polizei. Der Verkehr rastet aus. Der fährt sogar im Gegenverkehr, Alter. Und wenn die mich crashen, dann habe ich ein Problem. Oh nein, Polizei, Polizei. Nicht crashen, nicht crashen. Oh, der hat mich fast gecrashed. Der hat mich fast gecrashed. Schnell in die Waschstraße. Schnell in die Waschstraße. Ich muss mein Auto waschen. Ganz entspannt. So, solange das hier gefahndet wird, kannst du... Okay, da muss ich der Polizei wieder entkommen. Das kriegen wir aber easy hin, Leute. Ich gehe nämlich einfach hier um die... Okay, das habe ich gar nicht berücksichtigt. Mein Auto ist so langsam, dass die Polizei mich sogar crashen kann. So, Leute, da wären wir wieder. Wir haben das Fahrzeug jetzt auf jeden Fall in Sicherheit. Und jetzt einmal in die Waschstraße. Mal gucken, was passiert. Ist das überhaupt geeignet für so ein kleines Auto? Wie sieht das eigentlich aus, wenn die Bürsten das Auto treffen? Treffen die das überhaupt? Oh ja, sie treffen es. Ich hoffe nicht, dass es als Crash zählt. Aber, ja, funktioniert doch ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, 2. Aufgabe erledigt. So, $15 weniger. Und was ist die 3. Aufgabe? So, Clifford ruft wieder an. Was geht ab? Deine 3. Aufgabe ist etwas schwieriger. Fahre bis zum Vinewood-Logo und klettere auf einen Buchstaben. Die Polizei wird jetzt aggressiver. Moment. Was meint er mit, die Polizei wird aggressiver? Das ist ja eine richtig weite Strecke. Das ist die halbe Stadt, die ich durchfahren muss. Jetzt habe ich 3 Sterne. Oh mein Gott, die 3. Aufgabe mit 3 Sternen wird umso schwieriger werden. Alles klar, ich weiß, wo das Vinewood-Logo ist. Ich weiß nur nicht, wie ich dorthin komme, ohne einen einzigen Crash zu machen. Mit einem kaputten Auto. Das kriegen wir schon. Okay, Leute, jetzt haben wir ein Problem. Die Polizei setzt nämlich gleich Vollgas ein. Eine Straßensperre. Oh, das Schlimme ist, Leute, dass auch die Helikopter mich jagen. Ich meine, die können mich nicht crashen, aber sie können meine Reifen zerstören. Und ich kann schwerer entkommen. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Dafür, dass wir ein Lambo fahren, macht das Auto kein Geräusch. Hört mal hin. Es macht einfach gar kein Geräusch. Oh, Hilfe, Hilfe. Oh, 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 oh. Nein! Oh. Okay. Oh, mein nächstes Auto, Leute, ist Lightning McQueen. Okay, das ist cool, weil der ist ziemlich schnell, Leute. Ka-chow. Oh, und immerhin ein Fahrzeug, das jetzt auch wenigstens keine kaputten Reifen mehr kriegen kann. So, jetzt muss ich mich echt bemühen, Leute, weil der Verkehr, der rastet aus und der reagiert auf die Schüsse der Polizei. Und,
Warum ist hier ein Zug? Warum ist hier ein Zug? Der blockiert die Straße auch noch. Oh Mann, jetzt komme ich aber so nicht so leicht auf den Winewood Pier. Wisst ihr, warum da ein Zug war? Schreibt mal in die Kommentare. Okay, fürs Winewood-Logo müssen wir diesen Weg nehmen. Und das Coole ist, je größer die Autos sind, desto weniger Probleme habe ich mit den Bordsteinen. Aber die Aufgaben werden immer schwerer. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, Freunde, denn wir werden bald das größte Auto haben, das so groß ist wie ein riesiges Gebäude. So, da hinten ist das Winewood-Logo. Ich glaube, es gibt einen Weg. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Okay, Leute, links, rechts. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay, ich mache das, Leute. Let's go, let's go. Sehr gut. Und jetzt Vollgas, Freunde. Vollgas der Polizei entkommen. Hier drauf fahren. Und dann haben wir das Winewood-Logo. Wir müssen noch das Schild klettern, um die dritte Aufgabe zu schaffen. Und bisher stellen wir uns ganz gut an. Ihr seht schon, es wird immer schwieriger. Doch, nicht mehr weit. Wir sind gleich da. Ich nehme diesen Weg, auch wenn der sehr risky ist, weil hier können diese Pöller sein. Und die sind schwer erkennbar. Okay, bisher alles gut. Ich muss gleich da. Oh, oh. Hat der mich berührt oder hat der mich nicht berührt? Ich glaube, er hat mich berührt. Wir wissen, was das heißt. Wow, wie sind das? Wir sind das legendäre Mr. Bean Auto geworden. Und Leute, wir haben sogar auf der Couch dort oben Teddy. Oder ich würde sagen, Teddy. Oh mein Gott, das war sehr schlecht. Teddy. Ja, dann Teddy. Sorry, Freunde, das war sehr cringe. Tut mir leid, ich entschuldige mich vielmals dafür. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Die Polizei ist da. Ich steige aus dem Auto aus, Leute. Ich kletter jetzt auf das Schild drauf. Ich kletter einfach drauf, Freunde. Na los, ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich weiß, dass es verboten ist, dass man hier hochklettert, aber ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich will, dass die dritte Aufgabe geschafft wird. Ah, okay. Verschwindet die Polizei dann? Ich weiß es nicht. Okay, let's go. Wir sind auf einem Buchstaben drauf. Aufgabe Nummer 3. Geschafft. Okay, jetzt habe ich ein dickes Problem. Okay, das zählt nicht als Crash. Ich bin selbst auf mein Auto draufgefallen. Wir steigen ein, Leute. Hauen ab. Hauen ab. Let's go, Mr. Bean. Zeig, was du drauf hast. Zeig, was du drauf hast. Jawohl. Okay. Okay, Leute. Let's go, let's go, let's go. Abhauen, abhauen, abhauen. Mr. Bean ist bekanntlich auch in Real Life einer der besten Autofahrer, die es gibt. Schaut euch vor allem auch die alten Mr. Bean-Folgen an im Parkhaus. Der Typ packt rückwärts ein wie eine Legende, einfach mit 50 km/h. Okay, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich warte auf den Anruf. Clifford, was ist die nächste Aufgabe? Oh, endlich bin ich der Polizei entkommen. Und ihr seht gerade, Clifford ruft an. Was geht ab, Bruder? Ich brauche Geld, Franklin. Also weißt du, was das heißt? Deine vierte Aufgabe. Raube eine Fließerbank aus und entkomme der Polizei. Ha, der war gut, Clifford, dass du Geld brauchst. Ich soll eine Fließerbank überfallen? Ich soll das jetzt nicht ernsthaft machen. Da wird mich die Polizei aber mit 4 oder 5 Sternen gleich jagen. Und wisst ihr, was mich an diesem Auto ein bisschen stört? Die Sicht. Ich kann nicht nach vorne sehen. Ich glaube, dadurch komme ich leichter in Kollision mit was anderem. Ich gehe mal First Person mit diesem Auto besonders. Ah, das macht es jetzt aber auch nicht so viel leichter. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich hier crashen kann. Oh, wow, 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 wow. Okay, okay. Wo ist die nächste Fließerbank? Sie ist irgendwo hier in der Stadt. Wir sind nicht weit weg, Leute. Das heißt, die vierte Aufgabe ist möglich. Sie ist nicht unmöglich, aber sie ist möglich. Der Satz macht keinen Sinn, aber gut. So, dann biegen wir hier ab. So, wo ist die nächste? Oh, Junge, das ist schwer zu sehen. Wir haben schon die Größe eines normalen Autos. Erreicht. Oh. Okay, gut ausgewichen. Fließerbank. Wo ist eine Fließerbank? Ich glaube, die war hier. Wenn man da runterfährt, dann müsste die rechts oder links sein. Vollgas! Vollgas! Spaß. Ja, hier muss es sein. Hier muss es sein, Leute. Hier ist ein guter Ort. Ja, hier muss das sein. Hier, ich glaube... War das hier oder hier? Ich glaube, das war hier rechts. Ach, wenn Mr. Bean noch eine neue Folge rausbringen würde, Leute, ich wäre der glücklichste Mensch überhaupt. Okay, da ist der Überfall. Hier sollen wir die Fließerbank also überfallen. Okay, ich stelle mein Fluchtfahrzeug direkt dahin. Okay, und ihr wisst, was das heißt, Leute? Wir legen los mit dem Fließerüberfall. Dann machen wir mal die Kameras kaputt. Okay, Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3. Oh nein, wir haben schon 2 Sterne. Nicht gut. 4... 5. Und ich glaube, da hinten war noch eine Kamera, oder? Ich glaube, da hinten war noch eine Kamera, Leute. Das ist immer so. So, okay. Das müsste die letzte gewesen sein. Ah, da war noch eine. Okay. So, jetzt müssen wir ihn einschüchtern. Ey, mach die Tür auf. Gib mir den Tresor. Na los, na los. Aufmachen. Sofort, Kollege. Mach auf. So, ja. Okay, Sie gehen jetzt zum Tresor und machen auf, mein Freund. Sie machen jetzt auf. Genau. Laufen Sie dahin. Machen Sie die Tür auf. So. Los. Ja, ich warte. Ich warte. Okay. Nein, 4 Sterne. 4 Sterne. Okay, Leute, come on. Die Deposit Box. Ja, die Deposit Box.
kriegen wir hin. Oh mein Gott, das ist meine Hassmission. Okay, so, hier müssen wir echt vorsichtig sein. Okay, wir kriegen das hin. Okay, wir machen das gut. Und ist offen. Okay, let's go, Leute. Wir nehmen das mit und dann müssen wir abhauen. Wir müssen der Polizei entkommen. Dann haben wir die vierte Aufgabe geschafft. Jetzt hauen wir ab von der Bank. So, ich hau ab. Ich weiß nicht, wie viel Geld es ist. Ist mir völlig egal. Ich nehme einfach mein Auto, Leute. Okay, wir haben das Geld, Leute. Jetzt müssen wir ins Auto einsteigen. Okay, 4 Sterne Verfolgungsjagd. Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's richtig ernst. Aber wir haben schon mal 4 von 5 Aufgaben geschafft. Das ist schon mal entspannt, die Manti. Oh nein, 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 nein. Mach bitte nicht meine Reifen kaputt. Okay, wie kann ich denen entkommen, Leute? Hilfe. Gefährlich, gefährlich. Oh Mann. Oh Gott. Ich gehe in eine Sackgasse rein. Die sind alle hinter mir. Die sind alle hinter mir. Die sind überall. Okay, ich gehe in eine Gasse rein. Oder hier. Ich weiß nicht. Wo soll ich hinfahren? Links? Rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach. Leute, ich fahre einfach. Komm schon. Come on. Mr. B, nein, er hat mein Auto gecrashed. Boah, das ist mein neues Auto, Leute, der Lamborghini Huracan Performante. Junge, 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 der hat richtig Performance. Jetzt tricksen wir die Polizei mal aus. Wir machen einfach einen U-Turn und fahren weiter. Guckt euch das an. Hilfe, der hat mich fast erwischt. Leute, mit dem Wagen können wir doch easy entkommen. Das werden wir schaffen. Und wir werden nicht, ich wiederhole, Leute, wir werden nicht den Kanalisationstrick anwenden. Okay, einmal hier rum. Oh, auch wenn es im Gegenverkehr ist, gefährlich, ich weiß. Leute, guckt euch mal diese Schönheit an. Dieses Auto ist so wunderschön. Oh, langsam wird es echt schwierig. Zack. Oh, okay, nichts ist berührt. Alles gut, wir haben nicht gecrashed. Oh. Leute. Okay. Okay, okay, entspannt, Leute. Was? Der Helikopter ist explodiert. Okay, das nenne ich mal eine unerwartete Wendung. Aufgabe 4 von 5 haben wir schon mal geschafft. Es wird nur noch eine Aufgabe darüber geben, die wir erledigen müssen. Und ich weiß nicht, wie schwer sie ist, aber ich denke mal, dass sie ziemlich schwer ist. Das ist die Polizei mit der Straßensperre. Okay, nein! Wow! Das ist mein neues Auto. Der Cybertruck. Der legendäre Cybertruck von Elon Musk. Und ich muss aufpassen, dass der mir nicht hinten reinfährt. Wenn der das jetzt macht. Oh, ein U-Turn, 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 U-Turn. Oh, oh, ja. Nein, ich bin schon wieder reingefahren. Okay, auch wenn wir den Cybertruck jetzt nur für ein paar Sekunden haben, haben wir jetzt ein dickes Problem. Weil unser Auto jetzt schon so groß und unhandlich geworden ist, dass ich echt Angst habe, dass wir diese Challenge nicht schaffen werden. So, Vorsicht, nichts berühren. Alles gut, Leute. Wie kann ich bitte mit diesem Auto 4 Sterne ankommen? Erklärt mir das bitte. Wir crashen, das Auto wird immer größer. Okay, jetzt nehme ich einfach mal den Weg. Ich glaube, Leute, es ist unausweichlich. Wir nehmen nicht die Kanalisation, aber wir nehmen einen anderen Weg. Wir gehen in einen Tunnel rein. Wo ist ein Tunnel? Ich muss entkommen, Leute. Ich will wissen, was die letzte Aufgabe ist. Junge, die Polizei ist hyperaggressiv. I believe I can fly. Wow! Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Der fliegt auch! Oh, Mann, Alter! Ich glaube, ich habe mir diese Aufgabe ein bisschen leichter vorgestellt. Aber wisst ihr, was gut ist an dem Wagen? Er hat riesige Reifen. Und das bedeutet, alles, was mit den Reifen in Kontakt kommt, ist kein Crash. Und hier ist schon wieder ein Zug. Bro, wo kommen die Züge her? Ich mag Züge nicht. Okay, jetzt ist gut. Jetzt sieht's gut aus. Wir sind auf dem Weg der Besserung, Leute. Wir können entkommen. Ja, bloß nicht mehr reintun. Fahr mir nicht rein. Oh nein, die sind gefährlich. Gut ausgewichen. Der hat eine gute Traktion, der Wagen. Der ist nicht so schlecht. Ihm fehlt halt nur ein bisschen Pace. Der nächste Zugtunnel ist nicht weit weg. Vorsicht, ausgewichen. Wie ein Meister. Ich glaube, die Stärke von dem Wagen liegt eher mehr so Offroad. Deswegen, ich würde sagen, Leute, auf geht's. Offroad time. Ja, yes. Es hat geklappt, Leute. Nice. Was ist denn mit den Zügen auf einmal los? Die stehen nur rum, die fahren nicht. Bald ist es geschafft. Der erste Tunnel, den wir gleich brauchen, ist gleich dort. Dann entkommen wir, schalten die letzte Aufgabe frei. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie viele Fahrzeuge noch kommen. Aber so kurz vom Ziel kann ich nicht aufgeben. So, jetzt geht's hier über die Brücke auf die Straße. Und mit etwas Glück schaffen wir es in den Tunnel ohne einen Crash rein. Und ich hoffe, dass dort kein Zug kommt. Weil da muss ich eher mehr Angst vor dem Zug haben, dass der mich erwischt. Aber da ist der Tunnel, Leute. Und jetzt hier nur noch die Rechtskurve. Und ab jetzt können die mich nicht sehen. Ab jetzt werden die mich nicht mehr sehen können. So, wir sind drin, Leute. Wir sind im Tunnel. Und ich meine, Leute, gönnt euch mal diesen Sound von dem Wagen. Wild, der ist wild. Okay, jetzt gilt es einfach nur noch zu warten. Und ich hoffe, dass kein Zug kommt. Oh,
Alter, ich stehe hier schon seit über einer Ewigkeit gefühlt. Das hat so lange gedauert. Puh. Okay, wir hauen aus dem Tunnel ab, bevor der Zug kommt. Oh, und ich sag es euch, rückwärts fährt sich das Teil genauso wie vorwärts. Okay, jetzt machen wir einen 360, Leute. Und ja, nicht so gut geklappt. Oh, da ist der Zug, da ist der Zug. Okay, boah, war das close. Das war close. Oh boy, Clifford ruft an. Ich hoffe, er gibt mir jetzt eine Aufgabe, die machbar ist. Das ist deine letzte Aufgabe und versuche sie so zu meistern, dass du sie im ersten Versuch schaffst. Springe mit einem Auto über die Militärbasis. Du brauchst sehr viel Tempo und achte auf deine Landung. Danach erwartet dich eine kleine Überraschung. Was? Ihr habt es gerade gehört. Clifford sagt, ich muss über diesen Sprung über die Militärbasis machen. Ihr wisst, welchen ich meine. Den, um auf die Militärbasis reinzukommen. Er will, dass ich aber drüber springe. Wie soll das machbar sein? Okay, ey, ich probiere es mal aus. I don't know, ob es klappt, aber ja. Wir haben auf jeden Fall unser Fahrzeug hier bereit. Wir testen es mal aus. Oh, das ist so eine dumme Idee. Es ist so eine unglaublich dumme Idee. Aber gut, Leute. Ich versuche mit Vollgas. Es wird schwer, aber ich probiere es. Na los, komm. First try, Leute. First try. Mit Vollgas geben wir hier. Hier biegen wir ein. Ganz knappes Ding. Okay, und jetzt einfach, wo ist eigentlich der gute Spot nochmal, um dort hochzuspringen? Ich glaube hier, Leute. Achtung. Wird es klappen? Ich weiß es nicht. Wow! Es hat nicht gereicht, um drüber zu springen. Aber wir sind drauf. Hilfe. Okay, um mir die Challenge ein bisschen leichter zu machen, habe ich hier einfach eine Rampe platziert, die groß genug sein sollte, um hier diesen Sprung zu schaffen, Leute. Und mit genug Schwung sollten wir das wahrscheinlich hin... Oh, 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 nein, oh, oh, nein, und nein, nein. Nein, wir sind gecrashed. Und ihr wisst, was es bedeutet. Bitte, es ist ein gutes Auto. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das für ein Wagen? Das ist einfach eine Stretch-Limousine als SUV verkleidet. Wie soll das denn genug Power haben, um darüber zu springen? Aber ja, Leute, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich gebe nicht auf. Wir ziehen das durch. Und falls ihr noch nicht ein Like da gelassen habt, macht es jetzt, Leute. Lasst ein Like da und der Wagen bekommt mehr Power. Okay, Leute, wir haben nur einen Versuch. Wir haben 5 Sterne, wie ihr gerade sehen könnt. Und jetzt machen wir es einfach so, Leute. Ich fahre rückwärts und ich nehme maximalen Schwung. Ich gebe Vollgas und ich probiere nicht zu crashen. Das ist bei dem Auto fast unmöglich, aber gut. Wir probieren es, Leute. Wir probieren es. Es wird schwer. Es wird schwer. Es wird schwer. Aber ich gebe alles, Leute. Ich gebe alles. Ich probiere es. Okay, okay, Leute. Let's go, Leute. Vollgas. Oh Gott. Oh Gott, das ist schnell. Junge, ist das schnell, das Auto. Okay, Freunde. Achtung. Und jetzt mit Vollgas den Sprung machen. Ja, ja, ja. Wir schaffen es. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es. Jawohl. Ja. Ja. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Aber wir sind gleichzeitig gecrashed. Was bedeutet das? Oh mein Gott. Wir haben den größten Lamborghini ever bekommen als Auto. Okay, wie kann ich damit fahren, Leute? Guckt euch mal diesen Verkehr an. Das sieht einfach geisteskrank aus. Oh mein Gott. Ich berühre gefühlt fast ein Auto. Oh, oh Leute. Das Auto ist so unglaublich groß. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit fahren soll. Kann ich hier diese Linkskurve nehmen? Ey, Leute, wir probieren es mal. Achtung, Achtung. Okay, 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 okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich das Auto berührt habe. Ich habe kein Geräusch gehört. Ich habe kein Geräusch gehört. Es sieht aber noch ganz okay aus. Oh mein Gott. Dieses Auto ist einfach das größte aller Zeiten. Hilfe. Oh, jetzt bin ich gecrashed. Yo. Okay, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben das Auto mittlerweile in einem Punkt, dass es im Berg drinne steckt. Ich kann es nicht mehr fahren. Es ist zu groß. Es ist einfach zu groß, Leute. Willkommen zu einer weiteren Challenge in GTA 5. Und ja, Leute, wir spielen gerade mit dem kürzesten Auto in GTA 5. Und dieses Auto ist so kurz, dass Franklin nicht einmal richtig reinpasst. Und guckt euch mal an, wie schmal dieses Fahrzeug ist. Und jedes Mal, wenn wir crashen, wird es halt eben länger oder wird durch ein anderes ausgetauscht, das länger ist. Und ihr wisst Bescheid. Wir hatten das Ganze schon einmal gehabt, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir fahren auf jeden Fall. Und oh mein Gott, das Fahrzeug. Okay, Leute. Das Fahrzeug ist sehr, sehr leicht zu crashen. Was ist eigentlich unsere erste Aufgabe? Wo ist denn der Game Master? Leute, ruft ihn alle. Schreibt alle mal Clifford in die Kommentare. Dann wird er uns anrufen. In 3, 2, 1. Und? Ruft er uns an? Ah, ich sehe, Leute. Clifford ruft an und gibt uns, glaube ich, unsere erste Aufgabe. Dann hören wir mal rein. Hallo Franklin Clintonne, ich bin's wieder, dein bester Freund Clifford. Heute musst du wieder 5 Aufgaben erledigen, ohne dein Auto zu crashen.
Ansonsten wird es lange. Deine erste Aufgabe ist, fahre zu Los Santos Customs und ändere die Lackierung. Also, meine erste Aufgabe ist, Lackierung ändern. Na gut, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wo das Problem ist, mit diesem Auto zu fahren, ist gefühlt fast unmöglich, weil es sich einfach aufgrund dieser kurzen Länge, die das Auto hat, fast überschlägt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, let's go. Machen wir das Beste draus. Und wir schaffen die erste Aufgabe, und das sage ich euch, ohne das Fahrzeug zu crashen. Brems, 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 Franklin, brems, brems. Oh, okay. Tor öffnet sich. Oh, oh, wir werden fast in die Wand reingerauscht. Okay, okay, Leute, wir machen das schon. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Oh, sogar die Schranke öffnet sich. Vielen, vielen Dank, lieber. So, okay. Wo ist das nächste Los Santos Customs? Ich glaube, von hier aus gesehen ist es direkt links. So, wir nehmen ein bisschen Tempo auf. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Kurve schaffen werden. Aber egal, Leute. Ich habe einfach Vertrauen in das Auto, dass es nicht überschlägt. Und let's go. Ah, nein. Ah, ah, nein, die Fenster. Das heißt, wir sind auch gecrashed. Nein. Oh, und yo, das Auto ist länger geworden. Und jetzt sitzt Franklin sogar drinne. Lässt sich das Fahrzeug dadurch auch leichter steuern? Ich muss mal nachschauen. Ich glaube schon. Ah, dieses Auto ist einfach nur auf drei Rädern. Wer auch immer Dreirad erfunden hat, vor allem so, ist einfach nicht schlau. Wir könnten das Fahrzeug auch einfach crashen, aber irgendwie reizt es mich, so lange durchzuhalten, wie es nur geht. Es kommen ja schließlich auch noch viel, viel schwierigere Aufgaben auf uns. Wow, wow, wow. Okay, okay, ich darf nicht zu stark Gas geben. So, let's go, Leute. Achtung, jetzt geht's den Berg runter. Ich habe das Gefühl, das Auto überschlägt sich gleich. Aber gut, ey, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, einfach geradeaus fahren. Los Santos Customs ist direkt vor uns. Oh, ein kleiner Sprung. So, ich darf nicht lenken. Ich darf nicht lenken. Wenn wir nur geradeaus fahren, langsam bremsen, langsam bremsen, langsam bremsen, langsam. Und jetzt ganz leicht lenken. Okay, Leute, ich habe den Dreh mit diesem Fahrzeug raus. Und da wären wir angekommen, Leute. Los Santos Customs. Und jetzt ändern wir einfach mal die Lackierung. Da haben wir die erste Aufgabe erledigt. So, Lackierung ändern, komm. Wir werden das Fahrzeug eh verlieren. Also lackieren wir es einfach in beiden Lackierungen in Chrom. So, perfekt. So, Leute, erste Aufgabe ist geschafft. Clifford, was ist die nächste Aufgabe? Ah, er ruft mich also an. Hallo? So, deine zweite Aufgabe lautet, mache im Auto einen Drive-by an 5 NPCs, die im Auto sitzen. Tschüss. Was? Ich soll einen Drive-by machen an 5 NPCs, während ich mit diesem Auto fahre? Wie soll ich das denn hinbekommen? Also für die, die es nicht verstanden haben, ich kann aus dem Auto heraus natürlich schießen und ich soll dort 5 Leute erledigen, die in einem Auto sitzen. Und wenn die mich crashen, dann wird mein Auto ebenfalls geupgradet, also länger. Na gut, komm, wir probieren es einfach. Moment, das ist das Falsche. So, let's go, Leute. Taxifahrer Nummer 1 haben wir geschafft. Oh Gott, 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 nein, nein! Ah, und damit ist mein Auto auch schon wieder länger geworden und sogar breiter. Es ist einfach eine Couch. Wie cool ist dieses Auto, bitte? Ich habe schon mal in Real Life so eine Couch gesehen und ich würde gern mal damit fahren. Aber was passiert, wenn du runterspringst und die Couch über dich... Leute, ich habe komische Gedanken. Da los, Drive-By, Drive-By. Nein, ach, funktioniert nicht. Okay, okay. Da, oh nein, der hat mich direkt gecrashed. Oh, und das heißt, mein Auto ist noch einmal länger geworden. Und langsam habe ich so ein ziemlich schlechtes Gefühl, denn wir haben jetzt schon das dritte Auto und wir sind immer noch bei der zweiten Aufgabe. Aber ich glaube, das Teil fährt sich wenigstens gut. Ja, das Couch-Cup war viel, viel zu langsam. So, komm, den schaffen wir von hinten zu erwischen. Leute, Controller-Aiming, man kennt es. Linkshänder-Aiming. Wer ist von euch Linkshänder? Ab in die Kommentare. Ich würde aber sagen, die Pistole hat nicht die Reichweite. Ich kann ihn nicht treffen. Na gut, dann versuchen wir den eben zu erwischen. Oh, oh nein! Oh, krass, Alter! Was ist denn das für ein Auto? Dieses Auto habe ich schon irgendwo mal auf der Straße gesehen. Ey, das ist eigentlich ziemlich cute, Leute. Ist das nicht eins von diesen Elektroautos, die man auch schon ab 15 fahren kann, weil die ein Rollerkennzeichen haben? Oh, ich muss sagen, von denen sieht es ziemlich bequem aus. Also mit 15 würde ich hier richtig rüberbrettern. Ah, aber der Wagen steuert sich schlechter. Vorsicht, ich darf nicht crashen. Ich darf nicht crashen, Leute. Ich bin schon 4-mal gecrashed. Diese Aufgabe erweist sich als deutlich schwieriger. Und oh mein Gott, die fahren auch dieses Fahrzeug. Hey, was geht ab, Mann? Zack, zweite Person erledigt. Und Achtung. Let's go. Dritte Person ist auch erledigt. Komm, wir haben die Mission fast geschafft. Komm. So. Ey, mach doch mal irgendwie kurz zur Seite fahren, Leute. Ich muss ja echt vorsichtig sein, weil die NPCs, die rasten wirklich komplett aus. Ich gehe mal lieber auf den Bürgersteig und ich denke, von hier aus sollte es entspannter sein. Los, na los, na los. Komm. Warte mal. Da sitzt doch jemand im Auto, oder? Da sitzen die Leute. Ja. Vierte Person getroffen, Leute. 4 Personen habe ich erledigt. Und nur noch den Taco-Van. Und ja, Mann! 5. Person im Drive-By erledigt. Und das bedeutet die zweite Aufgabe. Haben wir erledigt. So, Clifford, ruf mich mal an aus meinem Lecker-Schmecker Citroën Ami. Okay, er ruft an. Jetzt bin ich mal auf die dritte Aufgabe gespannt. Deine dritte Aufgabe ist sehr lustig. So lustig wie deine Mutter. Nein, Spaß. Habt ihr für diesen Witz schon einen Like dagelassen? Nein? Dann tut es gefälligst. Also zur Aufgabe.
springe über den Del Perro Pier mit Hilfe der Rampe. Tschüss. Ey, was war das denn für ein Spruch über meine Mutter? Was erlaubst du dir, Clifford? Na gut, dieses eine Mal lasse ich dich das gelten. Aber gut, wir sollen jetzt zum Del Perro Pier also fahren und über den springen mit Hilfe einer Rampe. Ich weiß aber gar nicht, ob dieses Auto überhaupt in der Lage dazu ist, weil es so wenig PS hat. Es kann ja, wie gesagt, nur 45 km/h fahren. Und das ist Vollgas. Ich gebe gerade mit dem Wagen Vollgas. Ey, wir werden es trotzdem probieren. Mal schauen, ob wir es kriegen. Und let's go, Leute, wir fahren in die Kurve. Hey, das Ding lenkt ja gar nicht. Warum lenkt das Ding denn nicht? Oh, Junge, das Ding hat eine Lenkung. Die ist halt wirklich schlechter als bei einem Mofa. Ich lenke voll ein. Ich krieg das in den Griff. So, links, rechts, Slalom fahren. Let's go, Leute. Wir kriegen das schon hin. So, passt mal auf hier. Ohne Crash. Oh, oh. Das war so knapp. Okay, der Perro Pier ist nicht so weit entfernt. Wir sind auch gleich schon direkt da. Ich muss ja vorsichtig sein vor diesen ganzen Links. Junge, hat der mir eine Riesenangst gemacht. Aber gut, wir sind beim vierten Fahrzeug, dritte Mission. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Aber ihr kennt das Spielchen. Je mehr Crashes wir machen, desto schwerer werden die Aufgaben, weil unser Auto so lang wird, dass wir irgendwann keine Chance mehr haben. Okay, wo ist diese komische Rampe? Ja? Ah, da hinten sehe ich etwas. Ich glaube, das sieht aus wie die Rampe. Na gut, dann fahren wir mal da lang und schauen mal, ob das Ding überhaupt was dazu taugt. Ah, okay. Ich glaube, bei dem Wagen wird das echt nicht so leicht. Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Komm, Vollgas. Meint ihr, wir schaffen's? Eins in den Chat für ja, zwei in den Chat für nein. Mal schauen. Vielleicht können wir die Rampe ja überhaupt nicht mal springen, weil das Teil zu langsam wird. Aber hey, das sieht gar nicht mal so unglaublich schlecht. Oh, mein Auto ist kaputt. Franklin, steig aus, das Auto ist kaputt. Beeil dich, Junge, beeil dich, beeil dich. Junge, das Elektroauto ist explodiert. Krass. Und wartet mal kurz. Wie kann ich das Auto upgraden, wenn es jetzt kaputt gemacht ist? Oh, never mind. Leute, was ist das für ein geiler Wagen? Der ist noch mal ein Stückchen länger, aber es ist einfach ein Sarg. Wir sitzen in einem Sarg, das gleichzeitig auch so ein Hot Rod Fahrzeug ist. Und ich glaube, der hat genug Power. Wow, Alter. Was ist denn das für ein krasser Sound? Yo, Alter, okay, der... Yo, oh mein Gott, Leute, der Wagen wird genug Power haben. Der Wagen wird mehr als genug Power haben. So, wir müssen den Sprung schaffen. Und ich werde sogar probieren, während des Sprunges keinen Schaden zu erleiden. Das ist die Master-Disziplin. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Jetzt springen wir mit dem Fahrzeug. Und nein, das war kein Crash. Ich habe nur getestet, ob ihr alle aufpasst. Okay, wisst ihr, was das Störende ist? Dass das Fahrzeug driftet, wenn ich Gas gebe. Okay, Leute, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's jump über den Del Perro Pier. Moment mal kurz. Das wir haben den Sprung nicht geschafft. Und jetzt stecke ich fest. Oh, warte. Ja. Pfannenwender. Steuer- und Backbordaufsätze. Wir haben es rausgeschafft und... Was für ein Fahrzeug erwartet mich jetzt? Yo. Okay, der Wagen muss aber mehr als genug PS haben. Und das wird krass sein. Oh, Leute, seht ihr das? Der hat sogar aktive Federung. Wenn ich fahre, dann fährt er nach oben und... Oh, nein. So, und wenn ich stehen bleibe, dann geht's runter. Oh, nein, nicht crashen, nein. Hey! Du hast die Tür aus meinem Auto rausgerissen. Das zähle ich nicht als Crash, aber du sollst bitte mal weggehen. Ich will hier ein Video drehen, mein Freund. Lass jetzt mich jetzt in Ruhe. Ich will in das Auto endlich mal einsteigen. Oh, danke schön. Nervige Leute hier einfach. So, wir springen einfach hier straight drüber und dann fahren wir unter den Tunnel durch und dann nehmen wir diese Rampe eben noch einmal und probieren es zum dritten Mal. Ja, der Wagen wird das schaffen. Der Wagen wird das schaffen, sage ich euch. Safe call. Locker flockig. Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1, let's go. Oh Gott. Oh Gott, ist der schnell. Okay, alles klar, Leute. Jetzt mit Vollgas über den Del Perro Pier. Und ja, Mann, wir schaffen den Sprung, aber easy. Easy going und sogar keinen Crash. Wie nice ist das denn? Nimm das, Clifford. Ich hab's geschafft. Ach, wo ich von dem spreche, da ruft er schon wieder an. Vierte Mission. Na gut, ey, wir haben aber nur noch zwei Aufgaben zu erledigen. Und dann haben wir die Challenge geschafft. Aufgabe Nummer 4. Die sollte sehr, sehr einfach sein. Also Wurmassel es nicht. Raube die Pacific Standard Bank aus. Viel Spaß. Warte mal, was? Ich soll die Pacific Standard Bank, eine der schwersten Banküberfälle in ganz GTA 5 machen, in einer Challenge, wo es darum geht, nicht zu crashen. Wisst ihr, was gleich abgeht? Ich werde gleich eine 5-Sterne-Verfolgungsjagd haben. Aber gut, wenn ihr das eben wollt, dann mache ich das. Aber erst einmal muss ich da hinkommen. Das ist eine ziemlich weite Fahrt. Wow, okay. Der Wagen hat... Ey, warum ist hier eine Sackgasse? Egal, ich mache einfach hier so einen kleinen Burnout. Ich sag euch mal Folgendes. Ich finde den Sound von dem Wagen
Wagen, der ist richtig gut. Hey, Lightning McQueen, was geht? Boah, der Wagen hat einen richtig brachialen Sound und ordentlich PS. Vorsicht. Wow, wow, wow. Vorsicht. Leute, wir sind mit dem Fahrzeug gestartet. Oh nein, der Arm hat sich überschlagen. Hey, soll ich dir helfen? Nein, ich helfe dir nicht. Vergiss es. So, jetzt Vollgas. Straight auf geht's zur Pacific Standard Bank. Wow, wow. Oh, oh, oh. Wie gesagt, als Crash zählen folgende Dinge. Alles, was die Karosserie berührt und eine kleine Macke hinterlässt, zählt als Crash. Okay, das war sehr knapp. Ich sollte wirklich vorsichtig sein. Das heißt, auch jeder Bordstein könnte eventuell einen kleinen Crash hinterlassen, wenn er hoch genug ist. Alter, mit welcher Confidence ich hier langfahre, mit welchem Selbstbewusstsein. Yo, okay. Ja, kurz ein bisschen Tokyo Drift gemacht, aber ist auch alles in Ordnung. Oh, nein! Und ich crashe genau in das Fahrzeug, das ich gefahren bin. Oh. Nein, nein, nein. Wir sind jetzt zu einem Auto geworden. Das Gefühl doppelt so lang ist wie das Fahrzeug von vorhin. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem, weil dieses Fahrzeug, okay, es lenkt sich wenigstens ordentlich. Das muss man sagen. Wendekreis ist super. Aber durch die Länge wird es richtig schwer, gleich gegen die Polizei eine Verfolgungsjagd zu starten. Also wir versuchen es. Ab jetzt ist wirklich Spaß vorbei. Jetzt kommt der ernste Teil im Video. So, wo war denn die Pacific Standard Bank? Ich glaube, die war hier. Jo! Oh, Junge, der Wagen kann mehr Gas geben, als ich dachte. So, okay. Pacific Standard ist gleich direkt hier. Oh mein Gott, da kommt schon wieder der Harry Potter Zug. Was? Warum fährt denn hier auf einmal der Zug? Leute, das Ding ist ein Running Gag. Und da hat das... Habt ihr gesehen, was der mit dem Taxi gemacht hat? Guckt euch das Taxi mal an. Ey, was machst du mit meinem Wagen? Der hat das Taxi einfach platt gedrückt. Alter. Okay, ich weiß nicht, wo lang der Zug fährt. Ich werde jedenfalls hier stehen bleiben und wir fangen an, die Bank auszurauben. So, lieber Franklin, du weißt ja, wie das abläuft, ne? Wir fangen an mit der Sache. Und jetzt müssen wir erstmal hier durchziehen, Leute. So, zack. Überfall. Packen Sie das Geld in den Sack. So. Oh nein, der hat den Alarm gerufen. Das bedeutet jetzt 5 Sterne für uns. Nein. Na los, na los. Wir müssen das hier aufbrechen. Leute, ich habe keine Zeit. Wir müssen hier schnell Bank überfallen und danach die Verfolgungsjagd starten. Komm schon, Franklin. Die Polizei ist gleich hier. Na los. By the way, zu dem orangenen Rauch passt natürlich auch Franklins Merch. Und Leute, Link in der Beschreibung, wenn ihr auch bei dem Banküberfall so aussehen wollt. Also nein, bitte, tragt nicht sowas bei einem Banküberfall. Aber jederzeit Link in der Beschreibung oder gebt einfach idzock.job ein. Okay, so, das müssen wir auch noch aufknacken. Los, na los, na los. So, jetzt das Kontrollpanel hacken. Das ist, glaube ich, der schwerste Teil. Und danach sammeln wir das Gold auf. So, jetzt hacken wir mal. Oh, dieses Spiel ist so aufwendig. Oh, ja, zack, zack. Bam! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Okay, let's go. Das war jetzt kompliziert. So, öffne dich. Sesam! Öffne dich! Und auf geht's zum Geld. Yo, let's go. Es sind zum Glück keine Goldbarren. Das heißt, das geht schon mal schneller. Nimm das Geld, Franklin. Jawohl, komm. Schieb das alles rein. Die Tasche ist groß genug. Spam die A-Taste, Franklin. Spam die A-Taste. So, reicht das? Kann ich jetzt abhauen? Muss ich das auch jetzt... Ich muss da auch das hier ausrauben. Passt das in die Tasche überhaupt rein? Und der letzte Geldschein. So, 2,9 Millionen haben wir einfach bekommen. Ich hoffe, mein Auto steht noch da. Problem ist jetzt allerdings, Leute, dass die Polizei ankommt. Oder? Kommt die Polizei? Bitte nicht. Nein, nein, die sind da. Die sind da. Oh nein, 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 Leute, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen. Dann los, dann los, dann los, dann los, rückwärts fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das lasse ich nicht zu. Junge, da ist schon wieder der Zug, Mann. Aber der ist gut. Danke. Danke, Mr. Zug. Danke. Der hat mir so geholfen sogar. Das erste Mal, dass ich diesem Zug einfach dankbar bin. Okay, Vollgas, Vollgas, Leute. Der Verkehr dreht durch. Der Verkehr dreht durch. Bitte nicht crashen. Das ist das beste Fahrzeug für eine Verfolgungsjagd, die man brauchen kann. Weil er einfach so unglaublich schnell ist. Ich will den nicht verlieren. Okay, let's go, Leute. Wir fahren auf den Highway, würde ich sagen. Wir fahren auf den Highway. Da ist das Ding am sichersten. Meint ihr, wir schaffen den Sprung? Komm, wir riskieren es. Oder auch nicht. Nein, ich weiß es nicht. Okay, 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 okay. Wir sind auf dem Highway. Leute, wir sind jetzt offiziell auf dem Highway. 4 Sterne. Verfolgungsjagd. 2,9 Millionen sind in der Tasche. Ich will das bitte nicht verlieren. Straßensperre. Oh nein, da komme ich nicht durch. Warte, dann fahre ich eben drumherum. Dann fahre ich eben drumherum da lang. Let's go. Mann, das wird so eine schwere Aufgabe. Clifford, kannst du mich nicht anrufen? Der Teil der Mission war, dass ich die Bank ausraube. Nicht, dass ich entkomme. Okay. Nein, mein Reifen ist geplatzt. Nein! Und dahin geht mein Fahrzeug. Leute, wir haben jetzt einfach den, ja, eine Stretch-Limousine erhalten. Eines der längsten Fahrzeuge, man weiß es ja. Und jo, mein Reifen ist geplatzt. Nice. Was? Nein, der Zug. Harry Potter-Zug ist schon wieder da!
Und das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt let's go auf die Zuggleise. Nein, nicht crashen, nicht crashen, nicht crashen. Oh Mann, Leute, die vierte Aufgabe ist deutlich schwerer, als ich dachte. Aber jetzt sind wir auf den Zuggleisen. Wenn wir jetzt den Tunnel erreichen, wie im letzten Video, dann könnten wir es schaffen. Mein Reifen ist jedenfalls geplatzt. Das ist kein gutes Zeichen. Wir haben einen geplatzten Reifen. Das ist sehr schlecht. Und ich drifte. Ich drifte. Oh, ich drifte wie der Meister aus Tokyo Drift. Yo, ey, die Zugschienen helfen mir sogar dabei, auf Kurs zu bleiben. Ah, Züge sind also doch für was gut. Es sieht so aus, als würden wir gerade entkommen, Leute. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Die wissen nicht, wo wir sind. Nein, die sehen uns wieder. Oh, Kurve, 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 Kurve. Zählt das als Crash? Ich glaube schon. Let's go. Wir haben es geschafft, aber wir haben einen Bus bekommen. Einfach einen Bus. Was? Okay, Vorsicht, bevor der Zug kommt. Ich müsste doch lieber weg vom Verkehr. Ey, was geht ab, Officer? Ich habe eben die Bank ausgeraubt. Sorry, das wollte ich nicht sagen, aber Junge, Junge, Junge. 4 von 5 Aufgaben sind erledigt. Clifford, hast du noch eine Aufgabe für mich? Ich schaff das. Gib mir jede Aufgabe, die du willst. Ich werde sie schaffen. Und da ist auch schon. Clifford ruft wieder an. Was geht ab? Deine letzte Aufgabe. Überlebe 5 Minuten einer 5-Sterne-Verfolgungsjagd. Je öfter du gecrasht wirst, desto schwerer wird es für dich. Viel Glück. Hahaha. Ich soll was? 5 Sterne? Ich war gerade nach 4-Sterne-Verfolgungsjagd und das war schon schwer. Jetzt soll ich auch noch 5 Minuten lang 5 Sternen aushalten. Wie soll ich das schaffen? Leute, ich habe eine Taktik. Ich habe eine Taktik. Der Timer läuft. Okay, ich könnte jetzt einfach hier stehen bleiben. Niemand würde mich... Okay, sie holen mich. 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 Sie fahren hier drauf. Okay, Leute... Das heißt, let's go. Wir haben schon 14 Sekunden überstanden von 5 Minuten. Keine Ahnung, wie viele Upgrades wir danach noch haben. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Autos, die wir haben und ja, die uns erwarten werden. Aber gut, ich muss wahrscheinlich auf den Highway drauf, weil die Zugstrecke endet hier gleich. Also nehmen wir doch mal die Gelegenheit und fahren jetzt hier. Das Militär kommt hier hin. Das Militär kommt bis hier hin. Oh Gott, der Wagen war hier. Oh nein, 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 nein. Ich nehme die Escape Road. Ich nehme diese Straße. Hilfe, Leute. Die Autos werden einfach immer länger. Aber können wir mal darüber reden, wie viel PS dieser Bus bitte hat? Der ist ja richtig Fast and Furious. Nun, meiner Meinung nach ein bisschen zu Fast and Furious. Okay, hier sind ziemlich viele Militärfahrzeuge. Das bin ich nicht gewohnt. Das sind mehr als 5 Sterne, glaube ich. Das sind schon 5 Sterne plus 1 Stern dazu, weil das Militär schon 1 Stern noch vergeben hat. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. 5 Minuten müssen wir das aushalten. Dann schaffen wir das. Moment. Nein. Nein. Was ist das? Das ist einfach noch länger, das Fahrzeug. Okay, jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Der Timer läuft noch, Leute. Und wir haben 2 Minuten 17 auf der Uhr gekillt. Und ja, ich weiß nicht. Ich probiere mal Offroad. Das Problem ist, dieses Fahrzeug ist so hoch, wir berühren den Unterboden. Und wenn wir hart genug aufsetzen, könnten wir stecken bleiben. Und das heißt, die Mission ist auch fehlgeschlagen. Also, ja, wir nehmen erstmal diese Strecke. Es sieht ganz gut aus. Wir fahren erstmal hier entlang. Wir warten mal eben kurz auf die Polizei. Was ist das für ein Fahrzeug? Der ist... Nein, 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 nein. Die sind da, Leute. Die sind da. Und hier sind diese kleinen Pöller. So, Achtung, sorry, Mann, ich muss eben kurz wenden. Es tut mir leid. Ich glaube, ich muss eben kurz rückwärts fahren. Es tut mir wirklich leid, Mann. Es tut mir wirklich leid, dass ich irgendwie... Oh, Alter, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss jetzt hier irgendwie driften. Achtung, Achtung, Achtung. Drift, 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 drift. Oh nein, das wird schwer. Das wird schwer. Das wird schwer. Nein, nein, nein. Schüsse zählen nicht als Crash. Schüsse zählen nicht als Crash. Ja. Jawohl. Haha, ich habe es geschafft, Leute. Mann, bin ich gut. Und Achtung. Moment, 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 Moment. Ich bin gerade in ein Fahrrad gecrashed. Oh nein, das zählt als Crash, oder? Wie lang soll das Auto jetzt werden? Wir lachen. Und zwar wird es jetzt von diesem Fahrzeug zu diesem Fahrzeug. Und ja, es ist noch einmal ein Stückchen länger geworden, das Auto. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Ein wortwörtlich super dickes Problem. Nee, ich würde sagen, wir haben kein dickes Problem, sondern wir haben ein langes Problem. Wir haben ein sehr, sehr langes Problem, eine sehr lange Liste. Aber ey, ich fahre mal hier auf den Flughafen, weil ich schon ein ziemlich, ziemlich ungutes Gefühl habe. Wir müssen jetzt einfach nur noch aushalten. Oh nein. Überleben. Einfach überleben. Die Polizei ist mit dicht auf den Fersen. Was mache ich jetzt? Das Militär. Boah, Alter, bin ich gut ausgewichen. Okay. Ja, wir haben jetzt echt... Leute, wir haben so ein Riesenproblem. So, ich nehme jetzt einfach die Linkskurve. Linkskurve nehmen, Linkskurve. Oh, man. Kann ich die irgendwie driften? Es ist so schwer. Es ist so schwer. Der Wagen ist so lang. Und da sind 5 Fahrzeuge hinter mir. 5. Nein, noch mehr. Noch mehr Fahrzeuge. Okay. Das sieht doch gut aus. Leute, die Uhr sagt 4 Minuten 42. Wir könnten es schaffen. Nur 18 Sekunden.
Sekunden. Noch 18 Sekunden, dann haben wir es. Let's go. Let's go, 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 let's go. Come on, wir haben es bald geschafft, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Mit dem längsten Fahrzeug in GTA 5 haben wir überlebt. Aber, Leute, schaltet doch nicht ab. Wir haben die Challenge gemeistert mit dem längsten Fahrzeug in GTA 5. Aber ich mache dieses Fahrzeug noch länger. Also stelle ich mich jetzt extra auf den Flughafen, damit wir das Ganze mal gleich ein bisschen begutachten können, wie extrem wir das jetzt machen können. Und ja, ich fahre jetzt rückwärts mit dem Wagen, weil ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich jetzt mit dem Ding 360 Grad drehe. Welche Straße ist so breit, dass das machbar ist? So, die einzige Straße, die machbar ist, ist die hier. Okay, und ich crashe jetzt einfach mal hier rein. Ups, das Auto ist eben noch mal länger geworden. Yo! Und First Person sieht einfach... Guckt euch das an. Guckt euch das mal an. Das ist die längste Limousine der Welt. Hier könntest du quasi ein Hotel schon bauen. So lang ist das. Das sind bestimmt 50 Meter da hinten. Und wir crashen jetzt noch einmal. Und hier drauf. Leute... Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich habe den Wagen jetzt noch mal länger gemacht. Guckt euch das an. Ich gehe mal jetzt in ein alternatives Menü. Schaut euch mal diese Länge an. Der Flughafen ist so lang. Aber das Auto, das hat schon ziemlich viel. Ich spawn mal nebenbei ein Flugzeug, damit ihr wisst, wie lang das ist. Das hier, Leute, ist das Luftschiff. Und das hier ist das größte Flugzeug in GTA 5. Und jetzt habe ich noch einmal einen Haufen draufgelegt. Und zwar... Guckt euch jetzt mal die Länge an. Dieser Wagen ist so lang wie der Flughafen. Aber wir können noch länger werden. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt gefühlt den ganzen Flughafen mit diesem Fahrzeug ausgefüllt. Wie sieht es aus, wenn wir uns das Fahrzeug aus unserer Sicht anschauen? Oh mein Gott, das Auto ist so lang. Es ist so unfassbar lang. Und wenn ich damit fahre... Ich glaube, wir könnten einen Kompass daran ausrichten. Das Ding ist so lang. Alleine die Fenster sind so lang wie ein Hochhaus, wie der Macebank Tower. Und heute haben wir auf jeden Fall eine weitere Auto-Upgrade-Challenge mit 5 Aufgaben. Ihr kennt die Regeln natürlich, Leute. Und wir starten mit einem recycelbaren Karton, auf dem 4 Reifen platziert sind. Junge, was ist denn das für ein Auto? Aber man muss eins sagen, Leute. Ich glaube, dieses Teil wird durch den TÜV kommen. Denn es hat einfach 4 Reifen, 2 Scheinwerfer. Und es hat natürlich ein Lenkrad und sogar noch einen Spoiler. Also wenn das nicht für Performance steht, dann weiß ich auch nicht. Und da ist sogar, Leute, sogar ein Handabdruck. Wahrscheinlich hat das Ding sogar noch Keyless Go. Aber ja, mal schauen einfach mal, wie schnell dieses Auto ist. Deswegen würde ich sagen, gebe ich jetzt Vollgas. Und dafür lasst ihr jetzt alle einen Daumen nach oben da. In 3, 2, 1 und... Oh, das ist die maximale Geschwindigkeit. Das ist die maximale Geschwindigkeit, mit der das Auto fährt. 1 km/h. Es fährt wirklich nur 1 km/h. Bruder, da ist ja zu Fuß laufen sogar schneller als das. Warte mal, ich versuche mal mit den beiden dort Stress anzufangen. Hey Jungs, habt ihr irgendwie ein bisschen Bock zu beefen? Ich ziehe euch ab hier mit dem Auto. Achtung. Das zählt aber nicht als Crash, weil ich glaube, Leute, wir sind so unglaublich langsam. Hey, wo hast du deine Pistole her? Bro, lass es bitte. Ja, genau. Zieh sie wieder zurück. Kannst du vielleicht von meiner Motorhaube weggehen? Ich sehe sonst nicht. Dankeschön, Dankeschön. Ganz komische Typen, Leute. Auf jeden Fall warten wir mal auf unsere erste Aufgabe. Und die wird natürlich wieder unser Lieblings-KI-Roboter Clifford beantworten. Ah, und ich sehe, Leute, er ruft bereits an. Dann hören wir uns mal gemeinsam an, was er zu sagen hat. Hallo, Herr Clintonne. Ich bin's wieder, deine lieblingskünstliche Intelligenz Clifford. Was geht? So, du hast 5 neue Aufgaben, die du erledigen musst. Und wenn du dein Auto crashst, wird es schneller. So, deine erste Aufgabe. Fordere ein Auto zu einem Rennen heraus. Ob du gewinnst oder nicht, ist hier egal. Du hast eh keine Chance. Tschüss. Was? Ich soll mit dieser Kiste ein Auto zum Rennen auffordern? Okay, naja, Leute, ich weiß nicht, wie ich mit dem Ding ein Auto zum Rennen auffordern soll, aber ja, wir müssen erst einmal probieren hier. Wow, das Teil kann sogar driften. Guckt es euch an, Leute. Einmal mal kurz. Junge, das Ding ist zu langsam, sogar für einen 360. Wisst ihr was? Ich habe auf dieses Auto keinen Bock und ich glaube, wir haben sogar einen Plattenreifen drauf bekommen. Leute, ich habe keinen Bock auf dieses langsame Auto. Ich möchte das erste Upgrade und deswegen crashen wir in die Wand in 3, 2, 1 und boom, Leute. Da haben wir auf jeden Fall das nächste Fahrzeug und, Junge, was ist das bitte für eine Schrottkiste? Okay, gucken wir mal, wie schnell der fährt. Okay, ich habe noch nicht Vollgas gegeben, aber wir sind schon mal einiges schneller und, ja, Leute,
Es sind einfach 10 km/h, mit dem ich mit diesem Wagen fahren kann. Alles klar, Leute. So, dann suchen wir uns mal jemanden, mit dem wir ein Rennen veranstalten können. Ich glaube, da müssen wir uns einfach eine Ampel stellen und dann einen Burnout machen. So kann man nämlich ein Rennen mit einem NPC starten. So, einmal Vollgas. Und Leute, ich kann Burnout machen, aber der lässt mich einfach nicht schneller fahren. Wahrscheinlich ist da so ein Begrenzer drin, ne? So, Moment, jetzt ist die Ampel grün. Das wollte ich gar nicht. Moment. Warte. Nein. LKW-Fahrer, fahr. Ich will nicht mit dir ein Rennen machen. Ich will das mit einem anderen NPC machen. Na, wir müssen natürlich auch vorsichtig sein, gerade nicht zu crashen. Und das ist ja echt super. Moment, ich versuche mal den jetzt zu einem Rennen zu veranstalten. Ey, sieh, Mister dort hinten. Hallo. Okay, warte mal, Leute. Wir probieren, ob es wirklich funktioniert. So, wir stellen uns neben ihn. Was geht ab, Bruder? So, okay. Und let's go. Und der fährt, oh, Leute, weg wie ein Blitz. Und, oh mein Gott, ich habe absolut keine Chance. Aber ihr seht, er zieht weg. Das war jetzt kein krasses Rennen, aber ich glaube, wir haben die erste Aufgabe geschafft. Clifford, die Aufgaben sind zu leicht. Gib mir eine schwerere. Ah ja, und da ruft er schon wieder an. Gucken wir mal, was die zweite Aufgabe wird. So, deine zweite Aufgabe. Raube 2 Tankstellen aus. Viel Spaß. Yo, warte mal. 2 Tankstellen soll ich ausrauben? Erst einmal, wie lange wird es wohl dauern, bis ich überhaupt in eine Tankstelle reinfahren kann, weil ich einfach so langsam bin mit diesem Auto? Oh mein Gott, das ist ja richtig von Nachteil, wenn man nicht crasht. Meint ihr, wir sollen das nächste Mal crashen? Komm, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal diese Laterne als Anlass, um da jetzt einfach mal voll drauf zu crashen. Und yo, und Moment mal kurz. Das Auto sieht ja noch dreckiger und verrosteter aus als das alte. Moment, ich stelle mich mal kurz hier hin. Also, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich schneller ist. Hey, alles gut, Junge. Bitte lass mich... Oh mein Gott, von innen sieht das Ding ja super räudig aus. Sogar das Dach ist verrostet. Alter, hat das Teil überhaupt Spiegel? Nein, es hat keine Spiegel, keine Innenspiegel, Außenspiegel. Also ich sag's mal so, das Teil aus Pappe hätte den TÜV bestanden. Das hier nicht. Okay, Leute, um die Qualität sollen wir uns mal nicht sorgen. Aber was hat das Teil eigentlich drauf? Kann es schneller fahren? Es hat nicht mal ein Kennzeichen, Leute. Okay, dann würde ich sagen, geben wir Vollgas und... Let's go! Oh, okay. Der Wagen ist gar nicht so ultra langsam. Wir haben zwar übelsten Burnout gerade auf den Reifen, also ich muss ein bisschen weniger Gas geben. Aber ja, 24 km/h können wir gerade fahren. Und ich sag's mal so, das ist gerade so langsam, wie man mit einem E-Scooter fährt. Also ich glaube, ich halte den Verkehr auch hinter mir. Oh. Da ist gar kein Verkehr. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie so ein E-Scooter auf der Straße gerade fährt. Lalalala. Okay, Leute. Vielleicht drehen wir mal das Radio auf. Hören wir mal hier ein paar Songs. Okay. Okay, den Song habe ich noch nicht gehört. Wer singt das? Der kommt mir ein bisschen vertraut vor. Aber gut, wo ist eine Tankstelle? Wir müssen mal gucken. Ich glaube, hier in der Nähe sollte eine sein. Ey, nicht so schnell, Alter. Rasen ist hier nicht erlaubt. Ich glaube, auf der Grove Street ist die nächste Stelle. Ja. Die muss nicht weit weg sein. Yo, und ich habe schon die erste Tankstelle gefunden. So, Leute, wir parken das Teil einfach mal ganz entspannt hier. Wie der einfach aussieht. Na gut, ich habe das Geld auf jeden Fall nötig vom Überfall. Okay, das ist ein Überfall. Geben Sie mir sofort das Geld und packen Sie das Geld in den Sack. Beeilung, sofort. Oh, der wollte sogar Waffe ziehen. Nee, mein Freund. Geben Sie mir das Geld, schnell. Beeilung. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bitte, Beeilung. Komm schon. Na los, wie viel Geld hast du, mein Freund? So, komm, gib mir jetzt viel... $540? Scheint wohl bei euch nicht so gut zu laufen. Oh Gott, 2 Sterne haben wir. Hilfe, Leute. Okay, jetzt müssen wir eine Verfolgungsjagd machen. Oh mein Gott, und sogar die Ballers greifen mich an. Okay, Leute, entspannt euch mal. Nein, der hat mein Reifen platt gemacht. Hilfe. Oh, wie Franklins Gesicht einfach guckt. Wie er einfach so richtig ernst. Nein, wir sind gecrashed. Okay, wir haben unser nächstes Auto und eigentlich brauchen wir das sogar, weil wir haben jetzt eine 2-Sterne-Verfolgungsjagd und ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber mit dem Caddy ist es ziemlich schwierig zu entkommen, aber wir kommen immerhin schon mal fast aufs Tempolimit. Das ist schon mal crazy. Oh nein, da ist die Polizei, Leute, die verfolgt mich gerade von hinten. Okay, Vorsicht, das kriegen wir hin, Leute. Wird er mich reincrashen? Oh nein, der wird mich safe reincrashen, aber wir haben den Vorteil, dass das Ding richtig wendig ist und ich muss nach hinten gucken, Leute, denn er wird gleich volle Karacho auf mich drauf. Oh mein Gott, ey, das ist ja die härteste Verfolgungsjagd überhaupt. Junge, das erinnert mich wie an dieses Spiel, das ich gerade gespielt habe. Erst
Okay, wir nehmen ein paar Abkürzungen, Leute. Wir nehmen so ein paar Shortcuts, so. Oh mein Gott, Leute. Wir kriegen das, glaube ich, hin. Ich glaube, wir können sogar entkommen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, okay, okay, okay. Ihr kriegt mich nie. Die Polizei kriegt mich nicht. Ich bin sogar wirklich am Entkommen der 2-Sterne-Verfolgungsjagd. Und Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Das ist erst Teil 1 der Prüfung. Wir haben nämlich noch einen zweiten Teil der Aufgabe. Und zwar müssen wir noch eine weitere Tankstelle ausrauben. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Wir müssen nur entkommen. Nur entkommen. Okay, ich glaube, wir sind gleich entkommen, Leute. Ja, da ist die nächste Tankstelle. Oh mein Gott. Yo, das ist so gut. Wenn wir jetzt den Stern entkommen, können... Ja, yes. Oh mein Gott, Leute, es läuft alles nach Plan. Clifford, du hast hier keine Chance. So, dann gehen wir mal hier rechts rein und auf zur Tankstelle. Ich hoffe, das ist eine von denen, wo man reingehen kann. Es wäre jetzt echt nicht cool, wenn man... Es ist eine Tankstelle, wo man nicht reingehen kann. Rockstar Games, bitte. Bringt in GTA 6 es raus, dass man in jedes Gebäude reingehen kann, was eine Funktion hat. Und bringt das Tanken ins Spiel. Ich würde es so übelst fühlen, wenn man auch so Benzintank irgendwann nachfüllen muss. So alle 10 Minuten tanken. Das wäre schon echt cooles Feature, oder? Nein, Spaß. Ich meine, das BRP wäre das schon cool. Jungs und Mädels, wo soll ich denn bitte die nächste Tankstelle finden? Hilfe. Wisst ihr was, Leute? Komm, ich crash das Auto. Okay, okay. Leute, langsam wird das Ganze mal ein bisschen interessant. Wir sind in einem alten Renault Twingo und die mich kennen, die wissen, dass ich auch früher einen Twingo hatte und ich muss sagen, ich habe noch den etwas neueren und Leute, ich bin damit gefetzt und ich weiß, wie schnell der ist. Meiner konnte sogar 160 fahren, aber das ist ein älteres Modell und ja, ich kenne noch die alten Rücksitze. Oh, Junge, wie die aussehen. Aber immerhin, wir haben einen Cupholder und grüne Fensterheber. Wenn das nicht eine Special Edition ist. Okay, dann schauen wir mal, was das Baby so drauf hat. Einmal erst ein Soundcheck. Ja, okay, hört sich nach einem Auto an. Und jetzt ein Speedtest. Let's go! Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74 km/h. Okay, das ist gar nicht mal so ultra schlecht. Immerhin fahren wir jetzt mit dem normalen Verkehrsfluss. Jetzt beginnt die Challenge erst interessant zu werden. Denn ab jetzt, Leute, werden die Autos Stück für Stück schneller. Ich werde aber noch nicht so oft crashen. Denn ich weiß nicht, was für Aufgaben mich erwarten. Okay, warte mal. Was? Was ist das? Wir sind ein Baguette-Auto und mit Donut-Reifen. Okay, ich habe keine Ahnung, wer dieses Auto erfunden hat, aber das Ding soll schneller als mein alter Twingo sein. Oh mein Gott, das ist er. Der fährt sogar fast 100 km/h. Junge, der Wagen geht ab. Oh, Vorsicht, Vorsicht, der LKW hat Vorfahrt. Oh mein Gott, der Wagen, der zieht schon, Leute. Der ist gar nicht mal so schlecht, ist völlig lautlos. Wahrscheinlich hat Homer Simpson diesen Wagen höchstpersönlich geholt mit diesen ganzen Donut-Reifen. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, wendig ist der kleine Kerl. Okay, sie hätten eigentlich statt einem Baguette auch ein normales Brötchen nehmen können. Aber ich will mich nicht so allzu sehr beschweren. Das, was ich aber sagen wollte, ist, dass wir noch nicht zu oft crashen sollten, weil es kann ja sein, dass Aufgaben kommen, die ein langsames Auto brauchen. Komm, wir nehmen den Shortcut hier. Was soll schon schief gehen? Okay, okay, okay. Diesen Pöller habe ich nicht bedacht. Diesen Pöller habe ich nicht bedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht, Vorsicht, jawohl. Oh, da ist mitten auf der Straße noch so ein Pöller. Okay, jetzt ist es nicht gut, dass ich den Weg genommen habe. Ich hätte einfach die Straße entlang fahren sollen. Warum mache ich mir die Challenges so schwer? Aber ja, wir sind da, Leute. Hier ist die nächste Tankstelle. Und ja, ich will auf jeden Fall jetzt ein Baguette haben erstmal. So, zweiter Überfall. Packen Sie das Geld jetzt sofort in den Sack. Auf jeden Fall beeilen Sie sich sofort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der will schießen. Oh mein Gott. Yo, yo, yo. Sie hätten den anderen Weg nehmen sollen, Mister. Sie hätten den anderen Weg nehmen sollen. Na gut, vielleicht haben die auch ein bisschen mehr in der Kasse. Ja, $10. $50. Junge, die hatten nur $100 in der Kasse. Aber egal, wir haben 2 Sterne bekommen. Das heißt, Leute, wir müssen jetzt sofort auf die Flucht. Und ich werde direkt angeschossen. Wer sind die beiden? Ich habe keine Ahnung. Let's go, Leute. Auf geht's. Junge, voll 180 Grad Baguette-Drehung. Okay, okay, Leute. Der fehlende Motorsound macht die Spannung echt nicht besser. Oh, 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 oh. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, Leute. Okay, wir entkommen gut. Wir sind gut dran. Ich glaube, vor mir ist einer. Na los, Gas, 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 Gas. Wheelspin, Wheelspin. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob wir im Radius sind. Jo, es sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Okay, ich gehe hier rein. Hier rein. Achtung. Yes, let's go. Wir sind entkommen und damit ist die zweite Aufgabe erledigt. Oh, und wie gerufen, ruft Clifford direkt an. Was ist meine dritte Aufgabe? Okay, ich hoffe, dein Auto ist noch nicht zu schnell. Deine dritte Aufgabe. Fahre 60 Sekunden mit Top Speed.
Tschüssi. Oh nein, wisst ihr, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass ich nicht ein zu schnelles Auto will? 60 Sekunden mit Topspeed mit 100 km/h fahren? Ja gut, kann ich mir den Ort aussuchen? Ich weiß es nicht, aber ja, Leute. Topspeed heißt ja nicht, dass ich ab dem Start, dass der Timer zählt, sondern ab dem Moment, wo die Topspeed erreicht wird. Okay, dann setzen wir uns am besten auf eine Stelle, wo wir schnell fahren können. Ich glaube, wir nehmen einfach den Highway von der Strandseite aus. Komm schon, wenn ich crashe, dann setzt sich der Timer auch zurück. Okay, wir fangen an, Leute. Topspeed Timer beginnt ab jetzt. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt einfach nur eine Minute lang unter diesen Konditionen fahren. Sollten wir entspannterweise eigentlich hinbekommen. Oh mein Gott, ist der Verkehr schlimm. Oh mein Gott, das macht es ja doch ein bisschen schwieriger. Vorsicht, Vorsicht, Baguette im Anmarsch. Die Brötchenlieferung ist ein bisschen spät dran, deswegen muss ich mich gerade beeilen. Leute, bitte biegt keiner nach rechts ab. Oh mein Gott, oh. Okay, wenn wir hier durch sind, sind wir safe. Wenn wir hier durch sind, sind wir safe. Dann sind die Spuren ein bisschen breiter. Jetzt können wir ganz entspannt auf der Mittelspur fahren. Oh Mann, der Porsche zieht mich weg. Ey, 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 Mann, Alter, übertreib's mal nicht. Ich weiß, du hast ein schnelleres Auto. Aber ja, Leute, mehr als die Hälfte der Zeit ist schon mal vorbei. Okay, noch, glaube ich, circa 15 Sekunden. Und jetzt wird's ein bisschen tricky. Let's go, Leute, wir haben's gleich. Ja, wir haben's. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ich weiß, ich glaube, das war exakt eine Minute. Aber hier kann ich erstmal kurz Pause machen, Leute. Wir haben schon 3 von 5 Aufgaben erledigt. Das ist crazy. Wir sind heute richtig gut drauf. Und ich weiß noch nicht mal, was für ein Auto wir kriegen. Also würde ich sagen, komm, crashen wir einfach. Let's go. Wow, yo, das ist das erste normale Auto, was wir jetzt bekommen haben. Und zwar ist es ein alter Mercedes. Und ja, zugegeben, ich war nie so ein Fan von diesen alten Mercedes-Teilen. Ich fand die übertrieben hässlich. Mit diesen Viereckscheinwerfern, die sehen ganz komisch aus. Da fand ich BMW früher geiler. Ich muss sagen, in dem lila Ton macht das schon was aus. Aber ja, wie schnell ist es? Das prüfen wir mal. Aber davor schauen wir, was unsere vierte Aufgabe ist. Okay, Clifford, ruf's an. So, passt die nächste Aufgabe, Mann. Deine vierte Aufgabe. Hier musst du sehr schnell sein. Springe mit der Rampe über den Elemosee. Oh, was? Ich soll... Yo, ich soll mit dem Auto eine Rampe nehmen, um über den Alamosee zu springen. Damit ihr für einen kleinen Verständnis habt, wie breit der Alamosee ist. Es ist hier egal, von welchem Punkt ich über den Alamosee springe. Egal, ob es von hier nach da ist oder von hier nach da. Wir suchen uns einfach die Stelle, wo der kürzeste Abstand ist. Und zwar soll der, glaube ich, hier sein. Und da müsste eine Rampe platziert sein. Wir müssen, glaube ich, genug Schwung benutzen. Oder es kann sein, dass es hier ist, weil hier eine lange Straße ist. Wenn wir es schaffen, über diesen großen Abstand zu springen, haben wir die Challenge geschafft. Kann ein Auto normalerweise in GTA 5 das schaffen? Nicht, wenn es unter 300 km/h fährt. Das geht nicht. Okay, dann würde ich sagen, Leute, fahren wir erstmal ein bisschen und gucken mal, wie schnell die Kiste ist. Und ja, 50 km/h, 60, 70, 80, 90. Oh Mann, Leute, das wird nicht reichen. Es sei denn, das Teil hat aus irgendeinem Grund einen Turbo-Boost. 120 fährt er schon mal. Komm schon, der Wagen kommt nicht mal auf Top-Speed. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, um über den Alamosee zu springen. Und wie schwer wird eigentlich die fünfte Aufgabe? Vielleicht ist Ziel der Aufgabe, dass ich mit dem langsamstmöglichen Auto fahre, damit die fünfte Aufgabe für mich leichter wird. Ich weiß nämlich nicht, was mich erwarten wird. Das ist ja das Tricky an der Sache. Ich kann nur Upgrades kriegen, keine Downgrades. Aber ja, immerhin ist das Ding schneller als andere. Oh. Oh, okay. In den Kurven fährt sich das Ding schon komisch. So, Leute, jetzt müssen wir aber voll Karacho hier in die Rechtskurve rein. Let's go. Oh, nein. Oh. Yo, was ist das für ein Auto, bitte? Es ist das Apple Car. Oh, und rest in peace an Apple, dass sie das Autoprojekt abgebrochen haben. Es wird also nicht Realität werden. Also bleibt es in GTA 5. Junge, wir haben einfach das Apple Car. Und es ist eins der simpelsten. Und das Lenkrad sieht ja richtig räudig aus. Wer hat das denn designt? Tim Apple oder was? Okay, mal schauen, was diese Kiste so drauf hat in der Topspeed. In 3, 2, 1 und lasst ein Abo da. Wir geben jetzt Vollgas. Und ja, yo, okay, 100 km/h. 150, jo, der Wagen ist schon schnell, aber der wiegt auch richtig viel. Okay, okay, 170, ich bin fast gecrashed. Ich will das Auto noch nicht abgeben. Das wäre jetzt echt traurig, wenn ich crashe. Okay, ah, der zweite muss nicht sein. Wow, okay, okay, das Upgrade ist cool, Leute. Ist das ein Supra? Ja, wir haben einfach einen Toyota Supra bekommen und, Junge, der Wagen geht ab. Der Wagen ist schnell. 200 km/h fährt er einfach. Okay, okay. Ich glaube, das Projekt könnten wir mit dem Toyota Supra mal testen. 200 km/h könnte vielleicht ausreichen.
Der ist schon schneller als ein normales Auto in GTA, oder? Na gut, mal schauen, was es für... Moment. Bin ich gerade Nein. Ich habe einen Kratzer. Oh, nein. Oh, mein Gott. Wir haben einen Lambo bekommen. Einen Huracan Performante. Okay, der Wagen muss doch was leisten. Okay, mal schauen, Leute. Ich glaube, wir haben den Boost-Knopf noch nicht. So, Leute, jetzt Vollgas, Alter. Mal gucken, wie schnell der ist. Okay. 200 kann er schon mal toppen. So, gucken wir mal die Top-Speed. 250, 260. Okay, damit können wir arbeiten, Leute. Okay. Oh, ich sehe die Rampe. Da ist sie, Leute. Okay, ja, der Verkehr wird noch ein kleines Problem, Leute. Was macht der bitte? Ist er da durchgefahren? Okay, also der Sprung wird ziemlich tricky werden. Über den ganzen Alamosee von hier. Na ja, Leute, wir probieren es einfach mal. 260 km/h. Das Problem ist, wenn wir es nicht schaffen, verlieren wir das Auto natürlich und wir kriegen direkt das Stärkere. Es zählt also als Crash. Okay, Leute, Versuch Nummer 1. Let's go, Vollgas. Come on, come on. Ich glaube daran. I believe. I believe. I believe the things can fly. Und let's go! Ja, das sieht gut aus. Sieht nicht so gut aus. Oh nein. Oh mein Gott. Was ist das für ein Wagen? Es ist ein McLaren P1. Aber ich glaube in der Sonderedition, vor allem noch in der Senna Edition von dem alten Formel 1 Wagen. Den kennt ihr noch von Ayrton Senna, Leute, dem ehemaligen Formel 1 Weltmeister. Junge, der P1 GTP oder GTR. Junge, sieht das nice aus. Okay, aber hier geht es nicht um Optik, sondern um Geschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, was kann das Ding leisten? Wir testen es erstmal aus in der Top-Speed. Schau mal, Leute, wie schnell der ist. Okay, und deswegen fahren wir erst einmal hier auf dieser geraden Strecke, Leute. Einmal kurz mit Vollgas. 100, 200, 300, 380. Junge, das Ding kann 380 fahren. Junge, wird das reichen? Mal schauen, mal schauen. Es sieht gut aus. Der McLaren ist wild. Der ist wild. Und Leute, wisst ihr, worauf der auch noch wild ist? Diesen Sprung zu schaffen. Und deswegen werden wir jetzt Vollgas geben. Let's go. Okay, okay. Wir dürfen auch bloß nicht in ein Auto rein crashen. Das ist auch ein Nachteil von dieser Rampe. Aber gut, Leute, es sieht gut aus. Topspeed ist erreicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird close. Das wird richtig, richtig, richtig schlecht werden. Nein! Oh Gott, Moment mal kurz. Moment, Moment. Hier ist eine Stelle, wo man fahren kann. Ist das Teil des Alamosees? Also ich meine, den Wagen kann ich noch fahren. Wenn ich jetzt einfach Vollgas gebe, kann ich da vielleicht mit einer Welle drüber fahren, dass ich hier... Oh Leute, wenn das jetzt passt, passt mal auf. Wir warten auf den richtigen Moment, nutzen die Speed und jetzt. Jetzt! Na los! Nein! Oh Gott! Es war so knapp. Wir hätten es fast geschafft. Der sieht wild aus, Leute. Ein Audi. Keine Ahnung, was das für eins ist. Der sieht auf jeden Fall ganz krass aus. Ich glaube, den gibt es noch nicht mal auf dem Markt. Das ist ein E-Tron. Okay, also Drehmoment damit auf richtig großer Performance. Vorsicht, da ist der Zug. Und nein, es ist nicht der Harry Potter Zug. Also, Musik weg. Das ist nämlich ein normaler Zug. Das ist normale Schiene. Und let's go. Come on. Komm schon. Ich glaube daran, Leute. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Yo, das sieht gut aus. Das sieht viel besser aus als vorher. Oh mein Gott. Ja, ja, yes, Leute. Jetzt dürfen wir nur noch nicht crashen. Und perfekt. Perfekt gelandet, Leute. Wir haben den Alamosee überkreuzt und damit die vierte Aufgabe erledigt. Und es fehlt nur noch eine für die letzte Challenge. Und deine letzte Aufgabe. Schau eben in den Himmel. Siehst du diese Rundstrecke? Hier musst du drauf fahren und einfach nur schlappe 2500 Kilometer pro Stunde erreichen. Dann sind alle Aufgaben geschafft. Hä? Clifford, wovon redest du? Ich soll in den Himmel schauen. Was meint ihr denn damit? Ich soll da in... Wow. Wo kommt das jetzt her? Wow. Was ist das? Seht ihr das? Ist das eine Rennstrecke? Junge, das sieht aus wie eine Rennstrecke. Die geht einfach über die... Moment, geht sie auch auf der anderen Seite weiter? Ich glaube, ich sehe es nicht ganz, aber ich glaube, dass diese Rennstrecke tatsächlich
über die gesamte GTA 5 Map geht. Aber gut, nehmen wir die Challenge an. Oh mein Gott, ich stehe tatsächlich auf dem Rundkurs und hier sollen wir 2500 km/h erreichen. Wir setzen uns das hier als Zielpunkt und ich glaube, wir brauchen ein sehr, sehr schnelles Auto. Mal schauen. Ich habe den Audi technisch gesehen auch eigentlich gecrashed, deswegen nehmen wir einfach mal direkt das nächste Auto. Oh, let's go, Leute. Wir haben einfach einen Dragster freigeschaltet und ihr kennt den, Leute. Der Wagen geht ab wie Sau. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt zählt's. 2500 km/h in 3, 2, 1, let's go. Okay, 300, 400, 500. Na los, schneller, 600. Komm schon, na los, mehr Speed. Hat das Ding. Oh, Junge, Alter, wie sieht das denn aus? Holy moly, das sieht ja gruselig aus. Wir kommen nicht über 660. Nein, 666 ist das Maximum. Vorsicht, okay, stopp, stopp, stopp. Stopp, Leute, stopp. Der Wagen hat nicht das Zeug dazu. Der ist zu langsam. Der wird das nicht schaffen. Vergesst es. Wir fahren jetzt noch einmal zurück und dann werden wir einfach verfolgt machen. Wir nehmen jetzt einfach... Moment, ich könnte ja Curb-Boosting machen. Vielleicht geht das noch, diese alte Technik. Ja, 670, 690. Es funktioniert. Ich kann schneller fahren. Komm schon noch schneller. Komm. 700, aber das ist echt das Maximum. Mehr kann der Wagen nicht. Mehr kann der Wagen nicht. Wir crashen und holen uns den nächsten Wagen. Ah. Okay, das Teil wird es sein, Leute. Das Ding sieht aus, als wäre es eine Rakete für den nächsten Mondlandeflug. Und ich glaube, das Ding hat auch in Real Life richtig viel drauf. Mal schauen. Der Wagen muss es sein. Der muss 2500 km/h erreichen. Okay, meine Damen und Herren. Seid ihr ready für das Experiment? 2500 km/h. Wir beginnen ganz leicht. Let's go. Oh Gott. Oh Gott. Nitro Boost. Ja, komm schon. Komm, warte. Vielleicht mit Franklins Spezialfähigkeit. Oh, es ist schwer. Er wird langsamer. Er wird langsamer. Okay, Moment, Moment. Wir machen erstmal die Runde, Leute. Wir machen erstmal die Runde. Ganz entspannt, ganz entspannt. Wir kriegen das schon hin. Oh, nein, ich bin gecrashed. Nein. 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 Nein, mein Spiel ist gecrashed und ich habe keine Autos mehr übrig gehabt. Das bedeutet, Freunde, was war jetzt die letzte Topspeed? Können wir kurz mal in die Vergangenheit zurückgehen? Wie viel Geschwindigkeit war das? War das 2500? Ich glaube, es war knapp. Ich habe es leider nicht geschafft, Leute. Ich habe einfach unterschätzt, dass wir die Wand berührt haben. Oh mein Gott, das tut mir so weh, Leute. Wir hätten die Challenge mit dem Fahrzeug schaffen können. Aber ja, das bedeutet, das heißt, wir haben die Challenge nicht geschafft. Aber Leute, ich werde nicht aufgeben. Wenn ihr wollt, dass wir diese Challenge nochmal machen, vielleicht nicht mit, das Auto wird schneller, sondern das Auto hat mehr PS, dann lasst einen Daumen nach oben da. Zeigt es mir, dass ihr mehr sehen wollt. Zerstört den Like-Button. Abonniert den Kanal gerne. Mann, das ärgert mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, IDs raus und ciao.